Liebe Gemeinde, zunächst überbringe ich herzliche Weihnachtsgrüße aus Büttgen. Die Weihnachtsgottesdienste sind für mich und ich glaube für viele in unserer Gemeinde ein Höhepunkt im Kirchenjahr. Natürlich in erster Linie, weil wir dankbar sind und uns daran erinnern, dass Christus, Gottes Sohn, zu uns gekommen ist. Aber auch die Gemeinschaft, der wechselseitige Segensgruß, die Begegnung mit vertrauten Gemeindegliedern ist uns wichtig. Bei keinem Gottesdienst ist der Zuspruch so groß wie zu Weihnachten. Heute ist die Kirche leer. Es fällt mir schwer zu sagen, dass das richtig ist, aber es ist richtig. Die Gesundheit, das Leben der alten und gefährdeten Menschen geht vor. Wir hoffen, dass wir mit diesem Streaming-Gottesdienst das Live-Erlebnis angemessen ersetzen können. Vielleicht ist es sogar so, dass gleich viel oder sogar mehr Menschen den Gottesdienst erleben, die Weihnachtsbotschaft hören, als in den vergangenen Jahren. Mein Wunsch ist, dass wir die nächste Weihnacht gemeinsam zusammen feiern können in unserer Kirche, wie gewohnt. In diesem Sinne wünsche ich allen aus unserer Gemeinde ein frohes Weihnachtsfest 2020.
Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Mit dem Tagesspruch aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2, die Verse 10 und 11, begrüße ich Sie und euch zu Hause zu unserer Vesper im Stream am Heiligen Abend. Dieser festliche Gottesdienst wird aus der Auferstehungskirche in Karst übertragen. Das Jahr 2020 wird vermutlich in die Geschichte eingehen als das Corona-Jahr. Vieles hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Gesellschaftlich befinden wir uns zum zweiten Mal im harten Lockdown. Die Digitalisierung ist in diesem Jahr weiter vorangeschritten. Und als Kirchengemeinde sind wir nun mit eigener Technik und einem engagierten Team von Ehrenamtlichen in der Lage, unsere Gottesdienste zu Ihnen und zu euch in die Wohnzimmer zu bringen. Und so können wir heute mit einer großen Internetgemeinde ohne Voranmeldung und Registrierung gefahrlos diesen weihnachtlichen Gottesdienst feiern. Wer die Lieder und Texte mitsingen und mitbeten möchte, konnte sich diese vorab bereits von der Homepage herunterladen oder kann sie auf einem zweiten Gerät mitverfolgen. Wir laden dazu ein, zu Hause die vertrauten Lieder mitzusingen und so zu einer virtuellen Gemeinschaft zu werden. Der Gottesdienst wurde inhaltlich vom Pfarrteam der Evangelischen Kirchengemeinde in Karst und Kantor Wolfgang Weber vorbereitet. Musikalisch wirken außerdem solistisch Angela Frömer und Veit Scholz mit. Nach dem Gottesdienst gibt es noch 6 Videoeinspieler mit Weihnachtsgrüßen aus der Gemeinde. Lasst uns jetzt einstimmen in das erste Lied, Tochter Zion. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Ich lade Sie und euch ein, die Worte aus Psalm 96 mitzusprechen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird das Erdreich richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Guter Gott, wir feiern Weihnachten in einem ungewöhnlichen Jahr. Ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Ein Jahr, in dem manches anders war und ist als sonst. Auch jetzt an Weihnachten. Mitten in dieser dunklen Zeit feiern wir heute das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Mitten in allen schlechten Nachrichten feiern wir die gute Botschaft, dass du zu uns kommst. Alles, was uns belastet, bringen wir dir. Du gibst uns Hoffnung, dass Leid und Dunkelheit nicht das letzte Wort behalten. Richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe. Lass uns immer wieder deine Liebe und Barmherzigkeit erfahren. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wo sonst ein paar hundert gespannte Menschen dicht gedrängt sitzen, sehe ich jetzt eine leere Kirche. Im Hintergrund das Streamteam inmitten der ganzen Technik. Auch die Musik ist gut vorbereitet. Und ihr, liebe Gemeinde, ihr seid auch da. Anders als sonst, aber doch irgendwie so ähnlich wie schon zu Ostern, wie beim 40-jährigen Jubiläum der Johanneskirche, wie im Herbst bei den Konfirmationen. Wir sind verbunden. Wir wollen auch so gemeinsam singen, beten, hoffen und ein bisschen träumen. Es ist anders als sonst, aber Weihnachten fällt doch nicht aus. Rechts von mir, die schlanke Korea-Tanne, ist von der Münchner Straße umgezogen, hier zu uns an die Grünstraße, und wurde liebevoll geschmückt. Glaube, Hoffnung, Tradition und unsere Träume verbinden uns. Zu allen Zeiten hat sich Gottes Geist mit Worten der Hoffnung auch in den dunkelsten Stunden Gehör verschafft und Licht ins Dunkel gebracht. Er hat einzelne Menschen und dann ganze Völker erreicht und Neues ist entstanden. Neue Hoffnung, neues Vertrauen, neues Leben wurde möglich. Oft passierte das im Rückblick auf alte Geschichten, verbunden mit einer schonungslosen Analyse der Gegenwart und immer im Vertrauen auf Gottes Geist und auf seine Kraft. Manchmal muss man sich an seine Wurzeln erinnern, um Hoffnung in einer verzwickten Lebenssituation zu finden. Manchmal muss man sich an das Wesentliche erinnern lassen, um wieder einen Überblick in unübersichtlichen Zeiten zu erlangen. Auf die Wurzel sieht der Prophet Jesaja, ungefähr um 700 vor Christus, und gleichzeitig sieht er Neues wachsen. Das klingt vielleicht eher wie ein Traum angesichts der Katastrophe um ihn herum. Er träumt auf Zions heiligem Berg als einem Ort des Lichts in einer finsteren Welt. Vom Haus des Königs Davids und seines großen Reiches ist nicht viel mehr übrig geblieben als ein angeschlagenes Jerusalem. Der brüllende Löwe Assur verbreitet systematisch Angst und Schrecken, brandschatzt, zerstört, plündert. Der jüdische König selbst hatte sich politisch verzockt und ist danach militärisch gescheitert. Und doch sieht Jesaja etwas Großartiges wachsen. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Ein wahrer Sohn Davids. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Ein Geist der Weisheit und Einsicht. Ein Geist des Rates und der Stärke.
des heiligen Eifers für den Herrn. Ja, die Furcht des Herrn erfüllt ihn. Darum wird er nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, nicht recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Nur auf seinen Gott wird er vertrauen. Er wird die Armen richten in Gerechtigkeit, sich der Gebeugten des Landes annehmen. Den Gewalttätern wird er geißeln mit peitschenden Worten. Mit den Arten seiner Lippen fegt er die Verbrecher hinweg. Gerechtigkeit wird der Gürtel um seine Lenden sein, Treue der Gurt seiner Hüften. Ihr seht jetzt das alte Bild von der Wurzel Jesse. Das ist der Stammbaum, der von Isai, dem Vater Davids, ausgeht. Gegen allen Anschein überlässt Gott sein Volk nicht bleibend fremden Mächten. Da wächst ein Mensch heran, auf dem der Geist Gottes ruht, der Messias, der Erlöser, der Heiland. Ein Herrscher, der anders herrscht als alle Könige, die Juda ins Unheil gestürzt haben. Einer mit Weisheit, einer mit Verstand, mit Stärke und mit der Furcht des Herrn. Einer, der wieder nach Gott fragt, so verstehe ich das. Einer, mit dem Gottes neue Zukunft beginnt. Zwei Kapitel vorher hat es Jesaja so ausgedrückt: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Dieser Herrscher unterscheidet sich von den Machthabern der Welt. Er sorgt für Gerechtigkeit. Er setzt sich für die Armen und die Elenden ein. Er ist nicht korrupt, sondern zeigt sich treu. Er entscheidet nicht nach flüchtigem Augenschein, sondern sieht das Herz an. Mit ihm zieht ein neuer Geist in diese Welt ein. Der Geist der Gerechtigkeit und der Geist des Verständnisses. Er verändert die Welt zum Guten hin. Gottes Schöpfergeist bewirkt das letztendlich. Mit diesem Messias beginnt etwas, das in ferner Zukunft zu umfassenden Frieden führen wird. Der weitere Text ermutet surrealistisch an und bietet viel Symbolik zur Deutung. Dann wird der Wolf beim Lamm liegen. Der Panther wird sich zum Böckchen legen. Kalb und Jungleu wachsen zusammen auf. Ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ein Säugling spielt am Loch der Otter. Ein Kind streckt seine Hand in das Nest einer giftigen Schlange. Niemand tut mehr Böses. Kein Mensch sät mehr Verderb auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn wie die Wasser den Grund des Meeres bedecken, so soll die Erde erfüllt sein vom heiligen Eifer für Gott. An jenem Tage wird die Wurzel Isais wie ein Banner über den Völkern stehen. Nach ihm werden sie fragen. Gottes Herrlichkeit wohnt dort. Irgendwann wird der Messias dieses Friedensreich aufrichten, das Reich Gottes. Raubtiere werden dann zu harmonischen Partnern. Kinder müssen keine Angst mehr vor Löwen, Tigern oder Panthern haben. Ein Säugling steckt seine Hand in eine Schlangenhöhle. Was für eine gruselige Vorstellung. Aber das heißt, es wird überhaupt keine Angst mehr geben. Die Vision einer harmonischen Schöpfung. Der Maler Eduard Hicks hat im 17. Jahrhundert einen menschlichen Friedensschluss daneben gemalt. Die Hoffnung ist,
dass Gottes Geist die Welt in diese Richtung bewegt und zum Guten verändert. Dieser Geist Gottes, er nimmt Menschen mit hinein in diese Dynamik, Menschen, die ihn fürchten. Das heißt für mich, die in seinem Sinne handeln, die nach seinem Willen fragen und die seiner Kraft vertrauen können. Ich lerne, wer Gott auf dem Plan hat, wer ihn achtet und ernst nimmt, bei dem tritt die Angst zurück. Die Angst, sie wird auf ihren Platz verwiesen. Das war bis hierhin ganz schön viel Verheißung und Sehnsucht. Ich möchte fragen, und nun Jesaja, was ist mit uns heute? Brüllende, kampflustige Löwen sind auch heute noch überall in unserer Welt unterwegs. Sie wollen kurzfristig ihre Interessen durchsetzen auf Kosten anderer, auf Kosten der Schwachen, auch auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Sie schnappen nach denen, die gerne noch eine gute Zukunft hätten, die Ressourcen schonen wollen, die sich für andere engagieren. Das Schlangengift des Hasses und der Missgunst wirkt unter Menschen und in den Medien. Worte werden zu Waffen. Aktuell bedroht ein mikroskopisch kleines Virus unser Leben. Es gefährdet unsere Gesundheit. Die Fotos, die uns Betty Schröder vor einer Woche aus unserer Partnergemeinde in Namibia geschickt hat, haben mich erschreckt. Betty selbst war an Covid-19 erkrankt. Sie lag im Krankenhaus unter einer Atemmaske. Mittlerweile kann sie schon wieder kommunizieren. Es geht ihr besser. Dieses Virus, es verhindert das freie Leben, das wir vorher hatten. Es stellt alle unsere Pläne unter Vorbehalt. Es gefährdet, wenn nicht unser Leben, so doch unseren Wohlstand, schränkt uns ein, bestimmt unser Handeln, Denken, Reden, Fühlen und Entscheiden. Ein winzig kleiner, aber doch sehr starker Löwe. Manche wehren sich dagegen. Sie leugnen, was doch so offensichtlich ist. Andere hadern mit ihrer Situation, mit dem Corona-Jahr, einem verlorenen Jahr in ihrer Biografie. Wir empfinden das anders. Es war ein intensives und ein nachdenkliches Jahr. Viele Menschen hier bei uns haben sich Gedanken um andere gemacht. Aber wie so oft bestimmen leider die Lauten den Ton. Wir haben uns jetzt gefragt, was sind denn die richtigen Prioritäten, was tun und was lassen wir? Auch im Presbyterium hat uns diese Frage in dieser Woche bewegt. Die vergangenen Tage wurde nicht zuletzt heiß darüber diskutiert, ob wir überhaupt Gottesdienste in Präsenz feiern sollten. Wir haben uns hier in Karst als Gemeinde, als Presbyterium bewusst für beides entschieden. Digitale Angebote für möglichst viele, so wie heute, Präsenzangebote drinnen und draußen, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen für jene, vorzugsweise denen die digitale Welt verschlossen ist und die doch ein großes inneres Bedürfnis nach persönlichem Zuspruch, nach Trost, nach Zeichen der Hoffnung haben, die gerade jetzt nach Gott suchen und nach Gott fragen, die den besonderen Ort zu besonderen Zeiten brauchen. Viel Kommunikation und spontane Kreativität war und ist hier am Werk.
Neue Formen sind entstanden und das ist gut so. Und doch, wir machen den Weihnachtsfrieden nicht. Das steht nicht in unserer Macht. Dieser Friede kommt allein von Gott. Sein Ja zu uns. In Vers 10 heißt es, an jenem Tage wird die Wurzel Isais wie ein Banner über den Völkern stehen. Nach ihm werden sie fragen, Gottes Herrlichkeit wohnt dort. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass durch das Kind in der Krippe dieses Wort Jesajas wahr, Wirklichkeit geworden ist. Dass die Liebe Gottes in die Welt gekommen ist und eine ganz andere Art von Herrschaft aufgerichtet hat. Nicht groß, nicht politisch und doch weltumspannend. Gott schafft Neues. Rund 700 Jahre nach dem ersten Jesaja mit der Geburt Jesu. Und seither gibt es eine weltweit verbreitete Hoffnung, die bis heute trägt. Hoffnung, die stärker ist als schlechte Nachrichten. Gottes Heil kommt in die Welt. Gottes Heil ist in der Welt unterwegs. Darauf möchte ich vertrauen. Am Ende der Wurzel oben sind Maria und das Jesuskind zu sehen. Gottes Geist wird konkret in Menschen. Gott setzt ein Zeichen des Friedens und der absoluten Nähe. Er kommt in diesem Baby, in Jesus, selbst auf die Erde. Und damit kommt er zu uns, auch heute. Diese Geschichte erreicht uns auch am Heiligen Abend 2020. Vom Himmel hoch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und euer Sinnen, in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging,
dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als der Engel von ihnen gen Himmel fuhr, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie dem zu ihnen gesagt war. Ich möchte euch einladen, ein modernes Glaubensbekenntnis mitzusprechen oder mitzubeten. Wir glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen zu seinem Bild. Er hat Israel erwählt und ihm die Gebote gegeben. Er hat seinen Bund aufgerichtet zum Segen für alle Völker. Wir glauben an Jesus von Nazareth,
den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, uns zur Rettung und zum Heil. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in Worten und Zeichen an uns wirkt. Er führt uns zusammen aus allen Völkern, befreit von Schuld und Sünde, berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden. Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. Amen. Am Heiligen Abend ist wie in jedem Jahr für die Aktion Brot für die Welt bestimmt. Die diesjährige Aktion von Brot für die Welt trägt den Titel Kindern Zukunft schenken. Mehr als 150 Millionen Minderjährige müssen weltweit zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Sie können nicht zur Schule gehen und verlieren so ihre Aussicht auf eine gute Zukunft. Die Corona-Krise wird ihre Not noch verschärfen. Unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie leiden vor allem die Ärmsten. Brot für die Welt will Kindern Zukunft schenken und unterstützt Projekte, die Minderjährige aus der Kinderarbeit herausholen und ihnen Bildungschancen bieten. Zum Beispiel auf den Philippinen. Hier arbeiteten vorher hunderte Kinder auf Zuckerrohrplantagen.
Dank Brot für die Welt können sie jetzt regelmäßig in die Schule gehen. Das hat ihr Leben verändert. Wir bitten um eine großherzige Online-Spende. Hinweise dazu gibt es auf unserer Homepage. Zeiten und Orte der nächsten Gottesdienste entnehmen Sie bitte den Kontakten bzw. den Informationen auf unserer Homepage. Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unseren weiteren Streaming-Angeboten. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird es noch insgesamt 5 Weihnachtsgrüße aus der Gemeinde geben, die vorab aufgezeichnet wurden. Bleiben Sie also nach dem Orgelnachspiel dran. Ich möchte mit euch beten. Ewiger Gott, wir bringen vor dich unsere bedrohte Schöpfung. Besonders in den reichen Ländern gehen viele gedankenlos und verschwenderisch mit den begrenzten Ressourcen um, die es auf der Welt gibt. Die Folgen bekommen nicht sie selbst, sondern andere zu spüren. Guter Gott, wir bitten dich, wecke weltweit das Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind. Lass uns aufeinander Acht geben. Sende dein Licht in unsere Welt. Gott des Lebens, viele Menschen ringen in diesen Tagen um ihr Leben. Das Coronavirus hat uns gezeigt, wie zerbrechlich das Leben ist. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht für alle Kranken und ihre Angehörigen. Wir bitten dich um Durchhaltevermögen für alle, die sich um die schwer Erkrankten kümmern. Wir bitten dich um Einsicht in unserer Gesellschaft, dass wir sorgsam miteinander umgehen und einander nicht unnötig gefährden. Sende dein Licht in die Welt. Barmherziger Gott, wir bitten dich um deinen guten Geist durch schwierige Zeiten. Sei du bei unseren Familien und Freunden, aber auch bei denen, die niemanden haben, zu dem sie gehen können, besonders heute in der heiligen Nacht. Wirke mit deiner guten Geistkraft in unsere Gesellschaft hinein und schenke uns ein friedvolles Weihnachtsfest. Lass die Unruhigen zur Ruhe kommen, erfülle die Einsamen mit Wärme. Sende dein Licht in die Welt. Guter Gott, wir bitten dich für die Kinder dieser Welt, dass sie angstfrei aufwachsen können und voll Vertrauen in die Zukunft schauen, dass sie sich frei entfalten können mit ihren jeweiligen Gaben. Hilf uns, den Kindern gute Begleiter zu sein, ohne sie einzuengen, damit sie zu selbstbewussten, verantwortungsvollen Menschen heranwachsen können. Lass sie einen guten Lebensweg finden. Sende dein Licht in unsere Welt.
Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in den heiligen Abend, geht in das Weihnachtsfest mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.
Ein Stern leuchtet hell in dieser heiligen Nacht. Und gerade in diesem Jahr brauchen wir dieses Sternenlicht, das vor gut 2000 Jahren in einem Stall zu scheinen begann und bis heute hell in die Welt und unsere Herzen leuchtet. Mit diesen Worten haben wir unseren Gruß im Jahr 2019 angeführt und ich finde, dass diese Worte aktueller denn je sind. Denn viele Hoffnungen und Sehnsüchte liegen auf diesem wunderbaren Geschenk Gottes. Gerade in der Weihnachtszeit merken wir, wenn uns hiervon etwas fehlt. Lassen Sie uns trotz der momentanen Situation das strahlende Licht in unsere Herzen und in die Welt tragen, auf dass wir uns bald wieder ganz persönlich in die Arme nehmen können und nicht nur virtuell grüßen. Im Namen des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde in Karst und auch ganz persönlich wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Freunden und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, auf das wir uns im Jahr 2021 bei vielen Gelegenheiten wieder persönlich sehen können. Bleiben Sie bis dahin behütet und gesund. Es begab sich aber, dass ich im Frühjahr zu Ostern eine Videobotschaft aufnahm. Und es war die allererste und geschah, als Karst im Lockdown war. Und nun also erneut ein Fest, bei dem ich Ihnen und euch nur auf diesem Wege ein frohes und ein gesegnetes Fest wünschen kann. Meine Grüße möchte ich mit diesem Strohstern verbinden. Die ganze Adventszeit hindurch hat er an meiner Haustür gehangen. Strohsterne sind ziemlich aus der Mode, wahrscheinlich weil sie nicht blinken, nicht glitzern und auch nicht im Dunkeln leuchten. Dabei sind sie eigentlich ein wunderbares Symbol für das, was wir Weihnachten feiern. Da ist einerseits der Stern Zeichen des Himmels und das Stroh Zeichen der Erde. Und dem Strohstern verbinden sich die beiden zu einer wunderbaren Einheit. Denn das ist Weihnachten. Himmel und Erde kommen zusammen, werden eine Einheit, weil der Himmel, weil Gott in diesem Kind zu uns auf die Erde kommt, auf Heu und auf Stroh eben. Über so viel Himmel auf Erden jubeln in der Nacht die Engel. Ich glaube, dass wir dieses Jahr es nicht so leicht haben mit dem lauten Jubel, dass uns da schwer fällt. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dieser besonderen Nacht Kraft und Trost und Hoffnung ziehen können, weil der Himmel schon auf die Erde gekommen ist, damals, als keiner damit rechnete. Und ich bin mir sicher, Gott selbst kommt uns auch an diesem Weihnachtsfest ganz nah. Er braucht keinen Abstand zu halten und er will es auch nicht. Das hat er ja damals in Bethlehem schon gezeigt. Davon erzählt der Strohstern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen ein gesegnetes und ein schönes Weihnachtsfest. Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir ihm schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden. Als ich diesen Spruch von Roswitha Hoch gelesen habe, wurde mir bewusst, dass es hier und nicht nur hier eine Menge Menschen gibt, die danach leben. Menschen, die bereit sind, mit Ideen und persönlichem Einsatz tatkräftig Aktionen zu unterstützen. Das hat sich zum Beispiel bei der Seniorenfeier gezeigt, die leider dieses Jahr ausfallen musste. Aber sie ist nicht einfach sang- und klanglos gestrichen worden, sondern stattdessen haben sich Helfer auf den Weg gemacht, um den Senioren einen kleinen Gruß und eine Karte vorbeizubringen. Einfach um zu zeigen, wir haben euch nicht vergessen, ihr seid uns wichtig. Und auch für Kinder fanden solche Aktionen statt. Das diesjährige Adventsbasteln im gewohnten Rahmen musste leider auch ausfallen. Stattdessen haben sich viele Helfer gefunden, die bereit waren, in kleinen Gruppen mit den Kindern hier im ganzen Haus verteilt zu basteln, sodass diese Aktionen stattfinden konnten und auch nette Geschenke für Eltern, Großeltern und Geschwister zusammenkamen. Ich wünsche mir für uns alle, dass die positive Stimmung, die dabei entstanden ist und das gute Gefühl auch weit über die Weihnachtszeit hinaus anhält, weit über die Pandemiezeit und wir auch, wenn uns der normale Alltag hoffentlich wieder eingeholt hat, dementsprechend leben können. Ich möchte Sie grüßen mit einer Geschichte, die mir eine Erzieherin erzählt hat. Sie war mit 3- bis 4-jährigen Kindern auf dem Weihnachtsmarkt
um an der dort aufgestellten Krippe den Kindern die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Als sie dort ankam, war es sehr windig und die Decke von der Krippe, in der das Jesuskind lag, war weggeweht und man konnte sehen, dass die Puppe, die das Jesuskind darstellen sollte, angebunden war. Immer wieder hatten gutmeinende Puppenmütter das Jesuskind mit nach Hause ins Warme genommen. Die Kinder, die mit der Erzieherin jetzt vor der Krippe standen, sahen das natürlich auch und ein Kind fragte, warum das Jesuskind angebunden sei. Ehe noch die Erzieherin etwas antworten konnte und erklären konnte, hatte schon ein anderes Kind die Antwort parat und sagte, Mensch, das ist doch der Jesus, der wird noch gekreuzigt, sonst haut der ab. Wie gut, dass Jesus damals nicht abgehauen ist und wir Weihnachten seine Geburt feiern können. Dieses Jahr ist alles anders. Aber die Botschaft von Weihnachten ist die gleiche. Und die kann auch das Coronavirus nicht zerstören. Wenn wir uns bewusst sind, was wir Weihnachten wirklich feiern, dann ist es zwar ein anderes Weihnachtsfest als in den vergangenen Jahren, aber kann trotzdem es möglich sein, dass die Weihnachtsfreude erlebt wird. Und diese Weihnachtsfreude, die wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. In diesem Sinne ein gutes, ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Anfang des Jahres drohten die Klänge der Orgel nicht mehr zu uns nach Hause zu kommen. Wir konnten durch den ersten Lockdown nicht mehr in die Kirchen gehen. Und so wurde schnell die Idee geboren, die Kirchengottesdienste zu übertragen, einen Stream zu machen. Was ich anfangs mit professioneller Hilfe machen durfte, hat sich danach in eine Initiative übertragen. Es wurde ein Aufruf gestartet und was dann folgte, das mündete in diesem Stream-Team. Das Streamteam ist eine Gruppe von 10- bis 70-jährigen Menschen aus unserer Gemeinde, die zusammenstehen und die gemeinsam ehrenamtlich das Ganze auf die Beine gestellt haben. Dank des unglaublich wichtigen Vertrauens des Presbyteriums wurden auch die finanziellen Ressourcen geschaffen, dass wir das Equipment dazu bekamen, sodass wir gescheit produzieren konnten. Und dank dieses Engagements der vielen Helfer wurde das dann immer mehr, sodass wir sogar die Konfirmation und auch einige weitere private Gottesdienste übertragen konnten. Die heutige Christvesper ist auch ein Ergebnis dieses Streamteams. Für mich ist das eigentlich inzwischen ein Dreamteam. Denn wenn man überlegt, woher die Freiwilligen alle kommen, ohne Vorkenntnisse zum Teil, haben sie sich in vielen, vielen Dutzend Stunden hier gezeigt und haben für euch, für sie da draußen an den Schirmen das vielleicht manchmal Unmögliche möglich gemacht. Ich bin da sehr dankbar und ich bin auch ein wenig stolz auf unsere Gemeinde. Ganz besonders bemerkenswert finde ich in diesem Jahr, dass es viele Gönner, viele Spender gab, die uns mit Zuwendungen auf die Beine geholfen haben. Wir haben dadurch einige zusätzliche Dinge wie Lichtquellen, Mikrofone etc. anschaffen können. Und das ist wichtig, damit die Gottesdienste die Qualität haben, die wir erreichen möchten, damit alle da draußen ein gutes Sendebild empfangen. Wir sind ein Vorbild geworden für viele andere Gemeinden. Es wurde über uns gesprochen, weil ihr alle dieses symbolische Bild, dieses Licht in die Welt getragen habt. Und für mich ist dieses Jahr demnach dieses Licht auf dieser Tastatur ein Symbol wie das Licht von Bethlehem und war die Geburtsstunde neuer Kommunikation.